Herzlich willkommen zurück, Freunde, bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Rogue. Wir spielen Sequenz 3. Haltet die Freunde in der Nähe. Ah, Master Cormac. Was Le Chasseur euch gesagt hat, bestätigt sich. Die hiesigen Gesetzesbrecher ändern die Taktik. Was planen Sie? Ihr Anführer benutzt Benjamin Franklin zur Herstellung neuer Waffen. Er wird sehr gut bewacht. Benjamin Franklin? Der Forscher? Ihr kennt ihn also? Gut. Er baut Geräte, mit denen Gas unters Volk gebracht werden kann. Giftgase, wie sich zeigte. Unters Volk? Ich dachte, sie wollten es gegen die Obrigkeit einsetzen. Aber das wäre auch schrecklich. Die Schläger, die wir festgenommen haben, erwähnten eine Frau. Sie scheint hinter den teuflischen Plänen zu stecken. Ich sehe mir das an. Hab Dank. Hope. Hoffentlich nicht du. Also Freunde, wir sollen jetzt herausfinden, was die Assassinen mit Hilfe Benjamin Franklins planen. Sie wollen irgendwie Giftgas unter das Volk bringen. Und Shay hat wohl den Verdacht, es wäre Hope. So, jetzt da vorne geht's rein. Da flüstert's auch schon wieder, was mich persönlich ein bisschen nervt, wenn sie überall flüstert. Wir wissen, dass das ein Sperrgebiet ist. Und schauen uns deswegen erstmal um. Weil den Haupteingang könnten wir sowieso nicht rein. So, da vorne ist die Tür von Ben Franklin. Da stehen 4 Wachen davor. Da stehen 6 Wachen davor. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier übers Dach. Oh, verzeiht, Freunde, da ist mir gerade kurz der Controller ausgegangen. Sowas kann passieren bei exzessivem Spielbetrieb. Sind da ab und zu mal die Akkus leer? Ja, ich wechsle schon auf den anderen Controller und schon geht's weiter. So, und da laufen auch noch 2. Meine Güte. Wie machen wir das jetzt am ungeschicktesten? Also zuerst mal außen rum, weil über die Dächer ist immer eine gute Wahl. Ich hoffe, ihr könnt mich wirklich gut verstehen, weil ich nehme das Ganze hier jetzt auf mit meinem neuen Mikrofon, dem T-Bone SC440 USB. Ja, und hoffe, dass ich das hinkriege, so wie ich das möchte und so wie mir andere Kollegen und Freunde das empfohlen haben. So, gerne dahin. Mal dahin. Ja. Den da, den könnten wir doch mit einem Berserkerpfeil. Mit einem Berserkerpfeil vielleicht vergiften. Ja, Treffer. Dass die anderen auf den aufmerksam werden und ich dann vielleicht freie Bahn habe, um zu Benjamin Franklin zu gelangen. Ja, Shay kommt mir ein wenig nachdenklich vor, die letzten Folgen. Er hängt wohl der Assassinensache immer noch nach. So, jetzt gucken wir mal, dass die nicht auf mich aufmerksam werden. So, die gehen jetzt tatsächlich alle raus, weil der Kerl nämlich da oben auf dem Dach rumschießt wie so ein Blöder und der Weg ist frei zu der Haustür von Ben Franklin. Also Shay denkt natürlich immer noch viel an Hope. Ihr wisst, diese weibliche Assassinin. Aber die scheint hier der Chef dieses Giftgasringes zu sein. Das müssen wir jetzt aber zuerst noch rausfinden. So, dann gehen wir mal da durchs Gemüse. Ne, da ist keiner mehr und die Tür von Ben Franklin steht uns, glaube ich, offen. Schön, euch wiederzusehen. Eure Freundin sagte, ihr wärt fort. War ich. Sir, ich kam, um die Forschungsergebnisse zu holen. Oh, nun, das trifft sich gut, denn ich bin gerade fertig mit dem Prototypen. Bitteschön. Ich werde bald nach Philadelphia reisen und dann nach Europa. Ich bin eingeladen, in London eine Vorlesung zu halten. Oh, wärt ihr so freundlich, Mistress Hope darüber zu informieren? Natürlich. Oh Gott, Hope. Was treibst du bei dieser Bande, die die Stadt in ihr Verderben stürzt? Was hast du getan? Ist etwas mit Ihnen, Master Cormac? Nein, nein. Ja, nur Erinnerungen. Wenn zu mir neue Rekruten mit finsteren Erinnerungen kommen, dann sage ich ihnen, das beste Mittel dagegen ist Schießpulver. Ihr habt recht, Colonel.
Also, Ben Franklin hat uns noch erkannt, hat uns aber auch bestätigt, dass Hope hier die Rädelsführerin ist. Dieser Prototyp scheint und sehr wir mächtig. Haben jetzt Sei für unser Gewehr einen Granatwerfer bekommen, Freunde. Unsere Spione sagen, das Gerät könne zugleich ja, bestimmte Colonel Monroe erzählt uns das ja auch. Und mehrere jetzt Feinde gehen wir hier zuerst mal Munition holen. Es gibt noch eine subtilere Methode. Einige dieser Granaten enthalten ein starkes Sedativ. Schießt in eine Menge und alle ja, schlafen also wir hätten ein. Schlafgranaten, Splittergranaten und Waffe wohl testen. Auch Berserkergranaten. Schießt auf die Tür. Und jetzt, ja genau, Granatwerfer ist eine starke Feuerwaffe, die Splitter, Berserker und Schlafgranaten verschießen kann. Gut, die Scheudentore zerstören, ja, das macht doch Spaß. Zerstört so, Splittergranate anwählen. Das geht hier. Jawohl, das macht doch Spaß. Drei Berserkergranaten bekommen, dann gibt es noch mehr Munition. Sehr gut. Ich glaube, ihr könnt diese neue Waffe gegen die Halunken, Halunken? Richten. Die Welche Halunken? Wollen. In der Nähe ist eine verlassene Manufaktur voll von gefährlichem Gift. Derzeit erzeugt es nur Schlamm. Aber diese Schurken destillieren es. Eine stärkere Mischung könnte große Teile New Yorks verseuchen oder töten. Dann ist das mein erstes Ziel. Seid vorsichtig, Master Corbin. Wir glauben, die Inhaltsstoffe sind... Umso gut, besser. Also wir sollen jetzt praktisch gesehen eine Giftgasfabrik mitten in New York aushebeln mit unserer neuen Waffe, mit dem Granatwerfer, was mit Sicherheit Spaß macht. Ja, jetzt gehen wir uns erst einmal Munition holen. Ja. Und Colonel Monroe hat uns gesagt, wir sollen aufpassen, weil die Giftvorräte werden wohl höchst instabil. Wo der übrigens so schnell herkam, wundert mich jetzt auch gerade. Yeah. Ja. So, wir wählen jetzt aber erstmal wieder Schwert und Dolch an und gehen uns dann mal umsehen. Vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Munition. So, hopp, über den Zaun. Na los. Hossa. Da unten gibt's Munition. Ja, da gibt's Munition. Dann gehen wir doch da auch hin. Manchmal nervt mich die Steuerung bei Assassin's Creed. Ich hoffe nur, das wird demnächst geändert. Jetzt wird der Bildschirm schon wieder weiß am Rand, weil hier wieder irgendwo so ein Typ sitzt. Ja, so ein Bandenschleicher oder was. Und wie gesagt, dieses Flüstern zwischendurch nervt. Also das sollten sie bitte wieder ändern. Ansonsten ist die Idee mit den Bandenschleichern ja auch nicht schlecht, aber man sieht die Typen viel zu spät, meiner Meinung nach. Ich wette mit euch, der sitzt jetzt im Heuwagen und wisst ihr was, da schieße ich jetzt mal eine Granate rein. Da schießen wir jetzt mal eine Splittergranate in den Heuwagen. Mal gucken, wie das aussieht. Und Feuer. Zapp. Bam. Ja, da passiert gar nichts. Also das Scheunentor hat da böse auseinandergerissen, ja, der Granatwerfer. Aber den, da hinter der Tür ist eine, da können wir nochmal reinschießen, ja genau. Und Feuer. Plopp. Bam. Jawohl, da steht nämlich eine Kiste hinter. Also Scheunentore macht dieser Granatwerfer gut kaputt, ja. Oh, da gab es nochmal ein bisschen Kohle. Aber einen einfachen Heuwagen, den kann er nicht kaputt machen. So, jetzt sollten wir uns aber um das Giftgas kümmern. Das ist noch ein paar 60 Meter entfernt. Ja, damit die Folge auch nicht allzu lang wird. Ja, wir haben ja laut Folgenuhr aber erst knapp 8,5 Minuten. Ja, da unten geht's rein. Na, gucken wir doch mal, wie wir da reingehen. Übrigens, schreibt doch mal in die Kommentare, wie lang ihr so eine Folge haben wolltet. Die Kollegen erzählen mir was von so zwischen 15 bis 25 Minuten. Und würde mich auch mal interessieren, wie jetzt, mit ein paar Handgriffen kann ich vielleicht wie das jetzt ganze meine System Zuschauer ausschalten. Dazu stehen würden. Ja, mit ein paar Handgriffen können wir das System ausschalten. Gucken wir mal, ob wir das Pulverfass nicht mit darüber nehmen können. Da einfach reinwerfen. Nee? Hallo? Nee. Nein, nicht werfen. Okay, also mit dem Pulverfass im Arm können wir nicht über ein Seil laufen. Oh, jetzt kommen die hierher, weil die natürlich aufmerksam geworden sind. Naja. Ganz fein müssen wir schon wieder kämpfen. Na komm. Wo bleibt ihr denn? Gott, sind die lahm. Da kommt der Erste. Ja, genau, das ist gefährlich. So. Sich mit mir anzulegen ist wirklich gefährlich. Oh, also, ich
bin von den neuen Schwertern wirklich begeistert, Freunde. Die sind gut, die funktionieren auch gut. Den haben wir ja hier nass gemacht, wie wenn das gar nichts wäre. Jetzt hat mich schon wieder einer gesehen. Jetzt habe ich aber hier schon wieder das Fass in der Hand. Das bringt natürlich eh nichts. So. Bam, jawohl. Haben wir vom Seil gesprengt, das ist ja auch mal was. So, jetzt er hier. Jawohl, mit dem Granatwerfer den platt gemacht. So, und jetzt schießt da drüben einer. Das tut natürlich weh, wenn der auf mich schießt. Sag mal. So, komm her. Bam. Und wieder möchte ich gefüllt, jawohl. So. So, dann machen wir die doch auseinander, ohne dass uns jetzt was passiert, würde ich sagen. So, jetzt müsst ihr nämlich nachladen. Das ist bei diesem dritten Vorderlader. So, dann sprechen wir das nochmal. Dann haben wir jetzt mal wieder kurz Ruhe. Nein, hier gibt es noch eine Mission. So, Schlafgranaten, Splittergranaten. Berserkergranaten. Übrigens, wenn ihr da was Metallisches fallen gehört habt, das ist die Schrittnadel meiner Frau. Gewesen. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, sonst werden wir hier selber noch sterben. Nehme ich doch mal gerade an. Nein, das sollte ja natürlich nicht passieren. So, dann schauen wir mal hier rüber. Nein! Oh, jetzt bin ich da runtergesprungen, bin desynchronisiert worden. Jetzt muss ich das ganz normal machen. Naja, aber ihr habt ja auch Spaß an Gameplay-Fails. Von daher sollte es ja daran auch nicht scheitern, wenn ihr jetzt noch 4-5 Minuten länger zuschauen müsst. So, also gehen wir nochmal rein. 3 Wachen mit einer einzigen Granate töten und 10 Wachen schlafen legen. Ja, ja, mal gucken. So, jetzt gehen wir hier übers andere Dach rein. Mit ein paar Handgriffen kann ich vielleicht. Ja, das wissen wir jetzt schon, Shay. So, dann gehen wir mal hier über das Dach rüber, weil da unten gibt es ja gleich die Munition. Und weg mit uns. So, Nummer 1. So, jetzt gibt es wieder Berserkergranaten, den ganzen Kram. So, jetzt haben wir uns da drüben die schon mal nicht gesehen. So, Splittergranate anwählen und den hier wegholzen. Rein da. Bam. Jawohl, das war der erste. 1 von 3 Giftvorräten zerstört. Sehr schön, der explodiert. Da unten ist der zweite. Wie gesagt, Splittergranate. Plopp. Bam. Da war übrigens auch so ein Bandenschleicher drin im Stroh. Habt ihr den gesehen, als der gerade rauskam? So, jetzt laufen wir hier rüber. Oh, Vorsicht. Schnell die Gasmaske anziehen. So, jetzt... Ah, anonym werden, um zu interagieren. Na gut, dann hüpfen wir hier halt kurz ins Heu. Bis uns keiner mehr sucht. Was jetzt der Fall ist, jetzt sucht uns keiner mehr. So. Dann holen wir uns hier... die neue Munition, Schlafgranaten, Splittergranaten, Berserkergranaten und wieder ins Heu, damit uns da keiner sieht nochmal. So, und jetzt den letzten Giftturm sprengen. Da hat uns jetzt der Schütze gesehen. Ja, ja, gleich. Gleich bleiben wir weg. Das ist wirklich sehr gefährlich. So, gehen wir da rüber. Was ich da mache, ganz einfach. Ich zerschieße eure Giftvorräte, Freunde. Und plopp. Bam. Ich muss hier raus. So, jetzt haben wir 40 Sekunden, bevor das ganze Ding hochgeht. Und wir müssen aus der Zone entkommen und anonym werden. Das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Flackerei. Herrliche Zerstörung, Captain. Ich konnte den Qualm von der Morrigan aussehen. Sah gut aus, ja, wie das Ding gebrannt hat. New York ist vorerst sicher. Bei allem gebotenen Respekt, Colonel. Es bedarf mehr als ein paar Explosionen, um diese Art von Problem loszuwerden. Der Junge hat recht, Colonel Monroe. Den kennen wir doch. Richtig.
Ich gratuliere. Den haben wir doch gesehen, als wir den Bruder von George Washington abgestochen haben. Und William Johnson kennen wir auch. Ganz großer Templer, kommt aus Schottland, so wie der aussieht. Ja, der Neger mit Sonnenbrille. Das ist schrecklich staubig hier. Also, Freunde, die gehen jetzt was trinken. Ja? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt Spaß, genauso wie ich, mit Assassin's Creed Rogue. Ja? Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, hier bei mir, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Rogue, hier bei mir auf meinem Kanal auf Thor's Hammer Gaming. Macht's gut, Freunde. Tschüss, bis dann. Kommt, hier sind nur Freunde. Man kümmert sich um euch.